We can rise with the morning up against an ocean. Send out a warning that we are free, 'cause we are the broken, never letting go. With our minds wide open, we can see. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4, Episode 5. Ich nehme immer noch in derselben Session auf wie Folge 1, 2, 3 und 4. Das heißt, die komplette Woche werde ich euch versorgen mit Hearts of Iron 4, beziehungsweise habe ich schon versorgt mit Hearts of Iron 4 und ja, es sieht nicht so gut aus. Wir verlieren zwar nicht, aber wir gewinnen auch nicht und das ist ein echtes Problem, weil ich möchte ungerne erst 45 oder so mit den Alliierten Krieg anfangen, weil dann ist die USA schon stark und so weiter und so fort und das ist alles ein bisschen scheiße. Ach, die Italiener starten jetzt eine Offensive, wo ich gerade meine Truppen da weggezogen habe. Finde ich gut. Ungarn ist jetzt mit mir in einem Bündnis. Finde ich sehr schön. Der Italiener rennt sich an meinen Stellungen ab. Ich weiß jetzt nicht, was sie dazu geritten hat. Also die hätten ohne Probleme da einfach weiter chillen können. Gut, mit der Zeit wäre ihre Infrastruktur komplett im Arsch gewesen, aber das ist ja was anderes. Och Gott, das hält ja nur für 7 Tage. Ups. Ja, okay. Jetzt verpasse ich den kritischen Moment. Zum Ausrücken. Ach je. Ja, wir haben endlich Panzergrenadiere. So, die lasse ich erstmal hier unten, aber davon werde ich eine Menge brauchen. Naja, gut, ganz so viele dann auch nicht. Ich glaube, ein Vorrücken wird möglich gleich. Ich gebe jetzt aber mal wieder den generellen Haltebefehl. Weil solange die sich ablaufen, kann ich ja chillen. Wir haben noch über 1000 Flugzeuge. Wo sind denn deren Flugzeuge, so ganz ehrlich? Wahrscheinlich bei deren Marine hauptsächlich. Ah, jetzt kommen hier die ganzen zusätzlichen Fabriken. Bin ich vorgerückt oder was? Dass ich in Tirol hier Infrastruktur wieder hochziehen darf? Oh man, 170.000 Tote. Ich meine, es sind akzeptable Verluste, aber so wack ist das schon. Ach komm. Mal die ein bisschen hier von ihren Ressourcen abschneiden. Achtung. Ich muss da mal ein paar Militärfabriken in dem Kackland bauen. Digga, so
Sag mal, wie lange wollen die denn noch angreifen, bis die keine Manpower mehr haben, oder was? Ich meine, ich bomb die ja auch komplett aus dem Leben, so. Ich schmeiß mal noch ein paar Flugzeuge auf die. Flugzeuge verwende ich, 100 Fighter verwende ich besser mal hier. United... Was? Belgium Joint Allies, aha. 82% World Engine. Ja, stimmt, da können die ja endlich den Alliierten beitreten. Ich glaube, das habe ich auch eben provoziert. Ja, nicht so tragisch. Ich habe schon die Niederlande. Das heißt, der Krieg wird nicht so schwer. In der Theorie. In der Praxis sieht es anders aus. Das wissen wir alle. Paradebeispiel ist hier. Hey Leute, seht's doch ein, ihr kommt da einfach nicht durch. So, jetzt greife ich die mal in die, jetzt greife ich denen mal in die Seite rein. Leute, im 2v2 stehen da noch zwei Panzerdivisionen. Da kommt ihr nicht durch. Gesetz dafür erhöht, würde ich mal schätzen. Jo, Extensive Conscription. By the way, da können die ja nicht auch mal drauf gehen. Siehst du, eine weitere Fallschirmjäger-Division kann ich auswählen. Scheiße. Poland Joint Allies. Ja, genau das habe ich erwartet. Wenn ich jetzt Polen den Krieg erklären würde, dann, ja, ich muss erst Italien zu Ende besiegen. Aber wenn ich jetzt Polen, wenn ich jetzt nicht im Krieg mit Italien wäre, könnte ich Polen den Krieg erklären, hier den Hafen dicht machen, dann würden da keine Allies reingehen. Die müssten eigentlich immer noch Dingens haben, ne? Officer's Purge, der, aber ist nicht mehr so tragisch. 15% ist ein akzeptabler Malus. Ich mit irgendeinem Equipment im Minus? Nee, nicht wirklich. Ich muss mal die Front verstärken. Wir haben noch 1940, das ist gut. Ach scheiße, Schiffe. Schiffe muss ich forschen. Und Jäger. Beziehungsweise Flugzeuge. Wunderwaffe tecken. Wie viele Fighter produziere ich jetzt gerade? 2,72 am Tag. Ja, je mehr, desto besser, ne?
Ja, ich mache so viel Schaden durch Stukas. Das ist unglaublich. Ich bin auch fast durch mit der Luftdoktrin, das ist sehr gut. Die hören auch nicht auf, sich abzuwenden an meinen Stellungen. Das ist unglaublich. Die wollen einfach nicht aufhören. Das Problem ist, sie haben also eine so kleine Grenze, die ist wirklich schwer, nein, also da ist schwer durchzukommen, sagen wir es mal so. Leichte Panzer. Wie viel brauche ich in der 39er? Ich brauche 100 Medium Tanks und ich habe jetzt schon 900. Was So, dann kann ich nämlich ja, das ist okay. Ich produziere ja mehr Medium Tanks als Light Tanks. Duplicate. Medium Tank, Medium Tank und Mechanized Infantry. Da hätte ich gern Armored Reconnaissance. Field Hospital und eine Logistics Company. Sowie Support Anti-Tank und das nenne ich Panzer Division. Darf ich mal bitte 19. Digga. 40. Haben wir es jetzt. Okay. Panzerkampfwagen 3. Na ja, gut, machen wir Best Match. So, das Bild wird aber die graue Version. Brauche ich nicht. Ich sollte mal die Focke Wulf 190 erforschen. Ey, ja, geil. Ich bin 100 Stukas reicher geworden. Mehr Stukas ist immer gut. Ich kämpfe mich da jetzt einfach mit Gewalt durch, ist mir jetzt so scheißegal. Ich habe da mittlerweile 1600 Fighter. Die machen fast 50 Damage jeden Tag. Mal im Schnelldurchlauf hier. Kein Bock mehr. Ich will jetzt Italien einnehmen. Ja, siehst du. Mit roher Gewalt. Treaty of Rome. Desperate Defense oder Modern Blitzkrieg? Das ist eine wirklich interessante Frage. Aufgrund des Krieges, der da kommt, der Tatsache, dass ich eher wenig Panzer in diesem Krieg verwenden werde. Oh ne, Infantry plus 10 Organization. Aber halt plus 5% Recruitable Population, was halt auch nicht gerade schlecht ist.
Ja, ja. Nee, komm, wir machen Modern Blitzkrieg. Ich habe mal kurze Zeit kompletten Einblick in die französischen Unterlagen. Das ist super. 58 Militärfabriken, 67 Zivilfabriken, kaum Manpower. 144 Divisionen. Nicht schlecht, Frankreich, nicht schlecht. Ich zerbomb den alles. Okay, die ziehen sich jetzt hier schon an manchen Stellen komplett zurück. An zwei Stellen habe ich auch schon eine gute Dingens. Logistik sieht soweit noch gut aus. Die kann ich jetzt mal wieder hochschieben. Zack, 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 zack. Ja, wenn wir dann nämlich die neuen Militärfabriken haben, dann ist das schon mal wieder eine starke Erleichterung, würde ich mal sagen. They are not ready yet. Auf gar keinen Fall erstelle ich ein Collaborative Government. Ein Anti-Commentant-Markt bringt mir so überhaupt nichts. Der Second Vienna Award bringt mir auch nichts. Demand Slovenia werden sie nicht annehmen. Round Maginot bringt mir nichts. Weserübung, ja. Das Einzige, was ich jetzt hier machen könnte, wäre Naval Effort. Mal ticken. Also ich dann auch wieder ein bisschen Naval Units tacke. Naval Technology tacke. So. Ja. Das könnte irgendwann was bringen. Ach, ein Durchbruch. Ein Durchbruch. Und ein riesiger Kessel. Hier ein echt heftiger Kessel. Achtung! So. Jetzt sind auch die Verluste in einem Rahmen, der mir schmeckt. Ich glaube, den Großteil meiner Verluste habe ich im Luftkampf gemacht. Wenn ich ehrlich bin. Produzieren ja jetzt echt Truppen, das ist sehr schön, das gefällt mir. Ah, damit ist jetzt auch die Luftdoktrin durch. Nach dem Tech. Die sollten definitiv Supply-Probleme haben. Halt!
Okay. Das läuft. Das läuft gut. Das läuft gut. Ich habe sau viel Anti-Tank, weil ich wahrscheinlich so Arsch für Artillerie gerade auch verliere. Ich muss viel mehr Artillerie produzieren, auf jeden Fall. Und ich brauche viel mehr Öl. Die ganzen Flugzeuge, die ich hier unterwegs habe, die schlucken natürlich auch sau viel Treibstoff. Wie kann ich ihn weiten? Achso, ja. Das Ding mit Rumänien und Co. ist, mit denen verbündet zu sein, ist ganz gut. Einfach nur, weil es halt, ja, es bietet einem eine größere Angriffsfläche auf die Sowjetunion halt, ne? Ich bin überrascht, die gewinnen. Das ist nicht oft so. Die werden hin und wieder auch einfach zurückgedrängt. Vorwärts, Männer! Oh, ihr erholt euch jetzt erstmal alle. Und lasst die sich noch ein bisschen weiter kaputt hungern. Okay. Dieser Kessel ist dann auch gleich, glaube ich, weg. Oh, jetzt hat sich ja auch noch einer gebildet. Das heißt, die werden komplett weggekesselt. Oh ja. Befehle! Ich kann wieder, ich kann hier irgendwo... Irgendwo... Müsste ich doch... Ah ja, hier. Ist nicht schlecht, bei der Türkei zu investieren. Kann man sich nämlich eventuell als Verbündeten aufbauen. Befehle. Who knows? Und die Türkei als Verbündeter ist gar nicht mal so schlecht. Also, muss ich sagen. Bietet wieder einen zusätzlichen Punkt, um in die Sowjetunion reinzukommen. Ihre Befehle. Und ja, das ist eigentlich auch schon der Hauptgrund. Und sie haben natürlich Chrom ohne Ende und wenn sie den nicht an die Alliierten liefern, ist das ganz gut. Wir haben es jetzt auch schon 41. Meine Rekrutenreserve steigt immer noch, überraschenderweise. Dieser Kessel will sich einfach nicht auflösen, ne? So. Ich würde die Hälfte von all denen... Erstmal kommen die nach da vorne. Die kommen auch noch da. Die vier kommen noch da. Die kommen noch da zurück. Und die kommen noch da vorne. So, und jetzt möchte ich die Hälfte davon auswählen und nach da schicken. So, und jetzt stoppen wir mal sämtliche Angriffe und machen hier mal neue Pläne. Also, pass mal auf. Du, mein Freund, machst hier den Plan. Rommel. Ich möchte, dass du so vorrückst. Los, los, los. Und du machst das gleich wie Rommel. Okay. Noch mehr Fallschirmjäger. Fallschirmjäger nehme ich immer gerne. Kann ich noch mehr ausbilden? Nein. Ich müsste mal weitere Infanterie ausbilden. Vor allem müsste ich jetzt mal aufhören... mit diesen beiden hier.
Okay, dann noch zwei weg. Ja, ich brauche die Panzer. Kann die nicht in der Ausbildung lassen. Ja, wird Zeit, dass ich mehr Infanteriedivisionen ausbilde. So, aber angesichts der Tatsache, dass ich so viel Artillerie habe, kann ich doch auch die guten Infanteriedivisionen ausbilden. Die Support-Artillerie brauche ich dann natürlich nicht. Dafür kann ich Logistik mit reinnehmen. Jo, schau leben. Habe ich so wenig Motorized nur noch? So, das wird jetzt einfach bis in die Unendlichkeit produziert. Ich brauche einfach Infanterie ohne Ende. Oh. Neue Fighter. Ich brauche auch Close Air Support. Nicht Nebelbomber. Befehle. Zuhören. Hey, die haben hier ihre erste Division. Stimmt, ich könnte ja mal einfach mal zwei Militärfabriken da bauen. Das könnte denen, glaube ich, ganz gut tun. Okay. Könnte eigentlich noch mehr U-Boote bauen gerade. Zu wie viel Prozent ist denn das hier schon vermint? Zu 100%, okay. Dann vermiet doch mal das auch noch. Die ganze Region. Das juckt die einfach so überhaupt nicht. Oh, scheiße. Wie viel Support Equipment soll ich denn noch produzieren? Oh Mann. Ja, gut, dann halt noch mehr. Nee. Ich glaube, ich nehme die Logistiker hier wieder raus. Dann müsste ich erstmal wieder genug Support Equipment haben für den Anfang. Ja, okay. Ich mache jeden Tag minus 42. Ich produziere aber 20. Das heißt, ich mache minus. Ich verliere 60 Support Equipment jeden Tag. Das ist eine Menge. Wieso arbeiten die nicht? Kein Army Department. Prozent erste Priority. Meine Truppen regenerieren sich auch. ...1941, das bedeutet, ich kann Panzer 4 ticken. Mit wem bin ich denn im Krieg? Also mit wem bin ich verbündet? Mit Griechenland, schau leben, das habe ich gleich mitbekommen. Italy, ja. Soll man machen.
Ich frag mich auch, wie die es schaffen, so viel Organisation zu haben. Ich meine, die sind eingekesselt so. Bereit zum Ausrücken. So, das sind jetzt die ersten Panzerdivisionen, die auch mittlere Panzer haben. Ich hoffe, die enttäuschen uns nicht. So, und ich sehe gerade, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Don't know. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.